Gut, dann können wir gleich weitermachen. Ich rufe jetzt Einzelplan 03 mit Tagesordnungspunkt 90, Drucksache 19/5766 aus 19 auf und erteile das Wort der Kollegin Faeser für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! 18 Jahre CDU-geführte Landesregierung bedeutet vor allen Dingen fehlende Wertschätzung bei der hessischen Polizei, meine Damen und Herren. Ich würde darum bitten, dass die Landesregierung vielleicht nicht auf ihre Zwischenrufe verzichtet, Herr Innenminister, und sie nachher hier vom Pult vorträgt. Ich denke, das ist der Debatte um den Haushalt angemessen. Tausend Stellen seit 2004 wurden im Zuge der düsteren Zukunft gestrichen, übrigens unter der Verantwortung des damaligen Innenministers Volker Bouffier. 18 Jahre, meine Damen und Herren, verfehlte Besoldungspolitik. Erst die 42-Stunden-Woche eingeführt, Weihnachts- und Urlaubsgeld gekürzt bzw. gestrichen, zusätzliche Zahlung bei der Beihilfe, Nullrunde in 2015, 1% in 2016, Herr Boddenberg, unter Ihrer Verantwortung, bis Mitte 2017 und 2016 1% Nullrunde 2015. Ich sage es Ihnen noch einmal. Damit wurden hessische Beamte 3 Jahre von der allgemeinen Einkommensentwicklung abgeschnitten. Die Arbeitsbelastung, Herr Klein, ist enorm gestiegen. Viele Aufgaben sind hinzugenommen. Die Teilnahme an geschlossenen Einsätzen hat zugenommen. Der Personalmangel und die Überbelastung wurden vor allen Dingen, ich sage es Ihnen auch gerne noch einmal, Herr Klein, 3 Millionen Überstunden. 3 Millionen Überstunden derzeit und noch einmal 3 Millionen Lebensarbeitszeitkontostunden. Sagen Sie mal, Herr Innenminister, was heißt das eigentlich im Personal? Haben Sie einmal ausgerechnet, wie viel dadurch an Personal fehlt? Wissen Sie eigentlich, was es bedeutet, wenn die alle ihr Lebensarbeitszeitkontostunden nehmen, bevor sie in Pensionierung gehen? Dann gehen sie nämlich noch früher, und der Personalmangel wird noch eklatanter, meine Damen und Herren. Ja, Herr Klee, was bedeutet es eigentlich, 30 Arbeitstage durchschnittlich Krankheitstage pro Jahr? Die normalen Krankheitstage bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, das können Sie bei der AOK nachlesen, sind 15 Tage. Das ist gerade einmal die Hälfte, meine Damen und Herren. Das ist die Politik einer CDU-geführten Landesregierung, meine Damen und Herren. Es gibt in den Großstädten Personalmangel, das haben wir jetzt gemerkt. Ich nenne nur den Frankfurter Hauptbahnhof und was dort an Kräften reingesteckt werden musste, um dort den Kriminalitätsanfall zu bewältigen. Aber ich weise auch einmal auf den ländlichen Raum hin, meine Damen und Herren. Schauen Sie sich einmal an, was Dienststellen im ländlichen Raum für Personalmangel haben, wie eklatant es dort ist. Ich will ein Beispiel benennen, was die Tage in der Zeitung war. Der Kollege Rudolph hat es mir dankenswerterweise zur Verfügung gestellt. Ja, die HNA ist im Rhein-Main-Gebiet, Herr Wintermeyer, vielleicht jetzt nicht so präsent, aber ich sage es Ihnen gerne und zeige es auch an die Regierungsbank. Da fordert nämlich schon die örtliche CDU in Melsungen, es möge doch bitte, ob des Personalmangels, Achtung, Achtung, CDU in Melsungen, ein Pilotprojekt geben, der Melsunger Polizeistation, für 2 Jahre dort mehr Personal einzusetzen. Ja, meine Damen und Herren, was ist es denn anderes als der wirkliche Beweis dafür, dass Personalmangel vor Ort existiert? Aber ich verrate Ihnen ein Geheimnis, meine Damen und Herren von der CDU. Man kann das ändern. Man kann das ändern. Im letzten Jahr haben Sie plötzlich, 1,5 Jahre vor der Landtagswahl, ein Schelm, der Böses dabei denkt, doch deutlich mehr Personal eingestellt und haben die Anwärterzahlen nach oben gezogen. Wir brauchen deutlich mehr Personal. Ich sage Ihnen,
das, was Sie jetzt im Haushalt vorlegen mit den Anwärterstellen auf 890 in 2018 und 2019, fangen Sie schon wieder an abzubauen, nämlich 30 Stellen weniger. Deswegen fordern wir auch 200 Stellen mehr bei den Polizeianwärtern. Ich meine, das ist mehr als angemessen. Wir erwarten Ihre Unterstützung dafür. Wo Sie übrigens Personal aufbauen, das ist ganz interessant im Haushalt, das ist im Innenministerium. Dort werden 40 zusätzliche Stellen geschaffen. Sie setzen die völlig falschen Schwerpunkte. Ich will Ihnen einmal sagen, was das bedeutet seit 2000. Im Innenministerium gibt es 2019 445 Beamtenstellen und 101,5 Tarifstellen. Im Vergleich 2000 waren es noch 182 Beamtenstellen im Vergleich zu 445 und 135 Tarifbeschäftigte. Meine Damen und Herren, wir brauchen mehr Indianer vor Ort und nicht mehr Häuptlinge in Wiesbaden. Die Deutsche Polizeigewerkschaft formuliert es übrigens etwas krasser. Sie sagt nämlich, es gibt einen massiven Stellenzuwachs in den Wasserköpfen und nicht vor Ort. Recht haben Sie, es muss darum gehen, in der Fläche Personal zu stärken, meine Damen und Herren. Und auch die fehlende Wertschätzung kann man ändern, meine Damen und Herren. Wir haben deshalb beantragt, die Wiedereinführung der Ruhegehaltsfähigkeit der Polizeizulage. Diejenigen, die im Schichtdienst schweren Dienst machen für die Gesellschaft, haben es verdient, dass sie wenigstens dann in der Pension etwas davon merken. Deshalb stimmen Sie unserem Antrag zur Ruhegehaltsfähigkeit der Polizeizulage bitte zu. Das wäre eine echte Wertschätzung für die Polizei. Auch die 424 Stellenhebungen im Haushalt sind leider nur ein Tröpfchen auf den heißen Stein. Das ist kein zielführender Weg. Sie erreichen damit gerade einmal, Achtung, 2,8 der Polizeibeamten. Es kann aber nicht darum gehen, hier einfach nur noch mehr fordern, sondern hier braucht es strukturelle Veränderungen. Es kann nicht sein, dass Polizeibeamte nach einem dreijährigen Studium mit der A9 beginnen, relativ schnell in der A10 ankommen, dann passiert jahrzehntelang nichts mehr, und sie bleiben zum Teil bis zur Pensionierung in der A10. Das ist der Tätigkeit nicht angemessen, meine Damen und Herren. Wir brauchen einen anderen Stellenzuwachs. Wir brauchen etwas, und da kann man jetzt streiten, was ist der richtige Weg. Wir könnten uns vorstellen, eine eigene Laufbahn machen für die Polizei. Oder man arbeitet mit einem Zulagensystem. Oder man nennt die Funktionsstellen ganz anders. Also ich glaube, da gibt es viel, was man strukturell verändern muss. Und es wird mehr als deutlich, Herr Innenminister, weil Sie schon wieder versuchen, reinzureden. Es sind 75 aller Polizeivollzugsbeamter in der A10 in Hessen. Das ist eine Ausnahme zu allen anderen Bundesländern, wo wesentlich bessere Strukturen sind. Wesentlich bessere Strukturen, Herr Bauer. In Nordrhein-Westfalen haben Sie das System, dass dort die meisten in der A12 sind. Da haben Sie noch viel zu machen. Sie müssen Anreize, damit die Zufriedenheit der Beamten steigt, wieder schaffen. Es kann nicht sein, ich will Ihnen nur noch einmal das Beispiel nennen, Herr Boddenberg, dass ein stellvertretender Dienstgruppenleiter in der A10 ist und keine Perspektive hat, obwohl er mehr Verantwortung übernimmt, auf eine Beförderung. Sie müssen dieses System anpacken und strukturell etwas zu verändern. Die von uns schon sehr lange erhobene Forderung, die Polizei endlich von polizeifremden Aufgaben zu entlasten, das haben wir seit Jahren gefordert, kommen Sie immer noch nicht nach. Wir haben gefordert, dass die Schwertransporte nicht mehr von der Polizei begleitet werden. Da hat man uns gesagt, als wir es beantragt haben, das wird gemacht, wir sind da längst dran. Das ist Jahre her. Die Polizei begleitet immer noch die Schwertransporte. Wir müssen dort zu einer Entlastung beitragen, die im Übrigen auch nichts kostet. Die verbesserte Schutzausrüstung ist gut und richtig. Das haben wir übrigens schon 2015 im Flüchtlingsetat auch mit reinverhandelt. Ich will nur noch einmal darauf hinweisen, dass wir das schon etwas länger im Blick hatten, und da hätten Sie längst schon etwas machen müssen. Völlig unzureichend, und das weiß Herr Bauer auch, ist die Personalausstattung bei der Hochschule für Polizei und Verwaltung bei der Polizeiakademie. Da ist dringender Handlungsbedarf. Sie haben jetzt mehr eingestellt, dann muss man diesen Forderungen der Hochschule auch nachkommen. Wir begrüßen beim Brandschutz die erhöhten Mittel. Aber eines will ich Ihnen noch einmal sagen, zum Schluss.
Das Schwimmprogramm beim Sport finden wir gut und richtig, meine Damen und Herren. Warum es aber jetzt gut und richtig ist und letztes Jahr, als wir es beantragt haben, nicht, bleibt ein Rätsel. Meine Damen und Herren, wir haben viel zu tun im Innenetat. Machen Sie endlich etwas für echte Wertschätzung bei der hessischen Polizei. Stellen Sie mehr Personal ein und stimmen Sie unseren Anträgen zu, damit die Polizei Wertschätzung auch mal richtig erhält und nicht nur in Sonntagsreden. Vielen Dank. Vielen Dank. Als Nächstes hat das Wort Kollege Bauer für die CDU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der Doppelhaushalt 2018-2019 setzt den finanziellen Rahmen für mehr Polizei, bessere Ausstattung und intensivere Prävention. Dieser Einzelplan 03 ist der drittgrößte, und er veranschaulicht mit einem Ausgabenvolumen von über 2,7 Milliarden € eindrucksvoll einen wesentlichen Grundpfeiler unserer Politik. Denn die Landesregierung und die sie tragenden Fraktionen stehen für ein Hessen, in dem wir gut und sicher leben, meine Damen und Herren. Die Arbeit der Polizei ist ein maßgeblicher Einflussfaktor für die Lebensqualität der Menschen. Die CDU ist stolz auf die gute Arbeit, die unsere Sicherheitsbehörden und die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten tagtäglich in Hessen leisten. Dafür danken wir ganz herzlich. Die CDU ist und bleibt die Partei der inneren Sicherheit. In den letzten 18 Jahren haben wir den Polizeihaushalt mehr als verdoppelt. Auch mit dem Landeshaushalt 2018-2019 gewährleisten wir in einem umfangreichen Stärkungspaket wichtige Investitionen für eine sichere Zukunft. Und, meine Damen und Herren, dieses Engagement zahlt sich ja aus. Hessen ist mit einer Aufklärungsquote von 62,7 %, übrigens 18 Prozentpunkte höher als zur letzten SPD-Regierungszeit, eines der sichersten Bundesländer, kann man sagen. Liebe Frau Faeser, seit 18 Jahren sind die Menschen hier mit unserer Sicherheitspolitik wahrlich in guten Händen. Und das kann ich eindrucksvoll an verschiedenen Zahlen auch belegen. Sie fordern mehr Polizei. Was haben wir getan? Schon 2017 wurde die Polizei mit über 1.100 Anwärtern gestärkt, und massive Stellen kamen hinzu. 2018, 2019 kommen jeweils weitere 240 Stellen dazu. Nach der dreijährigen Ausbildungszeit wird die hessische Polizei im Jahr 2022 über rund 15.260 Polizeivollzugsstellen verfügen. Niemals, meine Damen und Herren, niemals gab es mehr Polizei in Hessen. Wir haben in dieser Wahlperiode seit 2014 die Polizeivollzugsstellen um 11 % ausgeweitet. Auch im Verwaltungsbereich gibt es 2018 jeweils 60 zusätzliche Stellen. Und ich erwähne ausdrücklich auch unseren Änderungsantrag für die Aufstockung des Programms Schutzmann vor Ort um weitere 30 Stellen. Hier investieren wir gerade in die Sicherheit im ländlichen Raum. Alles wichtige Maßnahmen für mehr Sicherheit in Hessen, meine Damen und Herren. Und Sie sprachen auch die Arbeitsbedingungen an. Natürlich werden wir die Arbeitsbedingungen kontinuierlich verbessern. Wir werden auch im nächsten Jahr und im Folgejahr die Beförderungschancen steigern. 424 Stellenhebungen sind vorgesehen. Das sind Karriereperspektiven. Über 600 Beförderungsmöglichkeiten entstehen dadurch. Wir haben in den beiden Folgejahren jeweils für den Abbau von Überstunden 4,5 Millionen € vorgesehen. 2017, das wissen Sie, wurde die Arbeitszeit der Beamtinnen und Beamten auf 41 Stunden reduziert. Das Lebensarbeitskonto wurde beibehalten. Damit haben die Beamten faktisch eine 40-Stunden-Woche. Was wollen Sie denn noch mehr, meine Damen und Herren? Es gibt seit 2018 die sogenannte Freifahrtsberechtigung für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes geben. Eine wirklich wunderbare Sache, um die uns viele Bundesländer beneiden. Wo gibt es das? Das ist einmalig in ganz Deutschland. Und Sie sprachen die Tarif- und Besoldungserhöhung an. Die war ja zum 1. Juli 2017 mit 2 % schon deutlich spürbar. Und zum 1. Februar im nächsten Jahr werden weitere 2,2 % Tarifsteigerungen erfolgen. Wir investieren also auch hier direkt in den Geldbeutel der Beamtinnen und Beamten. Und wenn ich mir dann diese Bemerkung erlauben darf, sich hier mit der möglichen Nachhaltigkeit als Fürsprecher der Beamten aufzustellen, das ist, denke ich, sehr unglaubwürdig. Denn wenn man sich das einmal anschaut, was Sie letztendlich fordern, was den Beamten schadet, das ist die Bürgerversicherung zum einen. Aber auch ganz konkret, was haben Sie denn getan, um die Situation zu verbessern? Schauen wir uns doch einmal an, was Sie für die Beamten wollen.
Frau Faeser, im Haushaltsplan 2015 haben Sie einen Änderungs... Herr Schmidt. Sie haben einen Änderungsantrag 2015 gestellt zur Stärkung der Beamtenschaft, ja, weil wir da eine entsprechende Nullrunde haben. Da haben Sie eine globale Minderausgabe im Personalbereich von 20 Millionen € gefordert. Das ist ein Abbau von 400 Stellen. Das ist Ihre Politik, ein Antrag, den Sie hier eingereicht haben. Und da wollen Sie sagen, Sie machen mehr für Polizei. Das ist lächerlich, Frau Kollegin Faeser. Sie wollen die Beamten noch schröpfen mit Ihren politischen Überlegungen. Nicht an den Worten, an den Taten muss man sie messen. Da gibt es kein Bundesland, in dem eine bessere Sicherheitspolitik gemacht wird, meine Damen und Herren. Kommen wir zu einem weiteren wichtigen Aspekt der Sicherheitsarchitektur. Das ist die Stärkung des Verfassungsschutzes, meine Damen und Herren. Wir haben 2018 werden wir 20 neue Stellen aufbauen, 2019 weitere 12 Stellen. Denn der Verfassungsschutz hat eine wichtige Aufgabe im Bereich der Observation, der Bekämpfung des Islamismus, aber auch der Internetaufklärung brauchen wir hier mehr Personal. Und der Verfassungsschutz wird bislang auf über 370 Planstellen ausgebaut, um seine wichtigen Aufgaben zu realisieren. Wir werden auch, und das ist wichtig, die Prävention intensivieren. Nie gab es mehr Gelder für Präventionsarbeit. 5,7 Millionen € stehen in den nächsten Jahren bereit. Das ist ein Dreiklang von Prävention und Repression. Wir sorgen verlässlich für mehr Sicherheit in Hessen, meine Damen und Herren. Und wir machen das auch durch die modernste Ausstattung. Ich will nicht mehr erwähnen, wie das war, als Sie noch regiert haben, als die Streifen, wenn sie in die Wache zurückkamen, ihre Schutzwesten ausziehen mussten, damit die nächste Wache, die nächste Streife die Schutzwesten anziehen konnten. Vorbei sind diese Zeiten, wo Streifenfahrten mangels Benzin eingestellt werden mussten. Das war alles Realität, meine Damen und Herren, als hier die SPD im Haus das Sagen hatte. Wir sorgen dafür, dass die Polizei die modernste Ausrüstung bekommt. Jeweils 9 Millionen € für modernste Dienst- und Schutzbekleidung, Modernisierung der Bewaffnung für rund 1,6 Millionen €, neue Dienstfahrzeuge rund 20 Millionen €. Wir werden die Sondereinheiten neu ausstatten. Modellhaft werden wir einen Polizeimessenger-Dienst einführen. Alles moderne Dinge. Und was uns auch wichtig ist, wir intensivieren auch die Videoüberwachung, die bekanntermaßen kein Allheilmittel ist. Aber, meine Damen und Herren, Videoüberwachung schreckt Kriminelle ab, sie hilft Straftäter zu überführen und sie bewirkt ein höheres Sicherheitsgefühl. Und 2 Millionen € stellen wir 2018 und 2019 bereit, damit Kommunen die Videosicherheitstechnik auf öffentlichen Wegen und Plätzen modernisieren und ausweiten können. Das sind konkrete Beiträge für mehr Sicherheit in Hessen, meine Damen und Herren, und das hat die CDU gemacht. Und natürlich kann man die Politik vertreten, darf es ein bisschen mehr sein wie beim Metzger, aber wir haben doch, denke ich, hier gerade im Bereich der Förderung des Brand- und Katastrophenschutzes schon seit vielen Jahren gezeigt, dass wir verlässlich auch die bedarfsgerechte Ausstattung der Feuerwehren im Blick haben. Nie gab es mehr Geld für die Förderung von Feuerwehrgerätehäusern oder Feuerwehrfahrzeugen, und das kann künftig auch mit mehr Geld noch weiter ausgebaut werden. Die Garantiesumme der Feuerschutzsteuer wird im Jahr 2018 auf nie dagewesene 35 Millionen € gesteigert und im Jahr 2019 auf 40 Millionen €. Wo gibt es das? Zeigen Sie mir ein Bundesland, was so intensiv in den Brandschutz investiert. Das ist in Hessen einmalig, meine Damen und Herren. Und seit vielen Jahren einmalig ist auch die Sportförderung. Und da kommt natürlich jetzt die Schwimmbadsanierung noch on top dazu. Wir werden die Sportförderung im nächsten Jahr mit 12,9 Millionen € weiterführen, die bekannten und bewährten Sportförderprogramme wie das Sportland Hessen jährlich mit 5 Millionen € ausstatten. Und es ist ein gutes Zeichen, dass diese Landesregierung und die sie tragenden Fraktionen auch ein Sonderinvestitionsprogramm aufgelegt haben, das SWIM zur Sanierung und Modernisierung und den Ersatz für Neu- und Hallenbäder und Freibädern im nächsten Jahr mit jährlich 10 Millionen €. Das sind wichtige Zeichen, meine Damen und Herren, für mehr Sicherheit. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf für uns festhalten, nie gab es mehr Investitionen in die innere Sicherheit. Nie war Hessen sicherer als heute. Nie gab es mehr Polizei. Nie gab es bessere Ausstattung. Das sind die Fakten, an denen Sie nicht vorbeikommen können. Und deshalb muss ich einfach sagen, seit 18 Jahren ist dieses Land hier mit unserer Politik, mit unserer Weichenstellung verlässlich in guten Händen. Wir sorgen auch weiterhin, dass die Menschen in Hessen gut und sicher leben können. Besten Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Schaus für die Fraktion DIE LINKE. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der Haushaltsansatz für die Innenpolitik lässt sich wie folgt zusammenfassen. Vor dem Wahltermin 2018 noch einmal ordentlich Steuergelder ausgeben, immerhin plus 10 %,
leider oft an den falschen Stellen, und ab 2019 wieder viel Geld einsparen, nur noch plus 2,5 %, selbstverständlich auch oft an den falschen Stellen. Ein Schelm, der Böses dabei denkt, Herr Innenminister. Man kann fast meinen, Sie nutzen Steuergeld für Wahlkampfzwecke. So deutlich ist das in den Zahlen abzulesen. Also kurz vor der Wahl das vierfache Plus als nach der Wahl. Ich verrate kein Geheimnis, meine Damen und Herren, wenn ich sage, der öffentliche Dienst leidet unter der CDU-Regierung seit der Regierungsübernahme 1999. Nullrunden, Leistungskürzung, Personalabbau, die längste Arbeitszeit in Deutschland, Austritt aus der Tarifgemeinschaft der Länder, Abbau der Mitbestimmung, um nur ein paar Stichpunkte zu nennen. Selbst bei der Polizei wurde in den zurückliegenden Jahren massiv Personal abgebaut, das jetzt wieder aufgebaut werden muss. Nur weil die Kritik und die Widerstände angesichts der riesigen Löcher im öffentlichen Dienst und der vollen Kassen des Finanzministers zu groß wurden, haben Sie in Ihrem Kurs ein wenig geändert. Aber auch dies machen Sie nur halbherzig und völlig ungerecht verteilt. Dazu drei Beispiele. Erstens. In diesem Jahr wurde zwar die Arbeitszeit für Beamtinnen und Beamte immerhin wenigstens um eine Stunde reduziert, aber eben nicht bei vollem Personalausgleich. Das bedeutet, dass sich die faktische Arbeitszeit eben nicht reduziert, sondern wieder mehr Überstunden anfallen. Frau Faeser hat das ja für den Polizeibereich schon hinreichend beschrieben. Zweitens. Endlich wurde ein materiell ansehnlicher Tarifvertrag abgeschlossen. Er holt die Kürzung der vergangenen Jahre aber nicht ansatzweise nach. Die Übertragung auf die Beamtinnen und Beamte erfolgte wiederum nur zeitversetzt um 4 Monate. Drittes Beispiel. Endlich wird ein Landesticket in Hessen eingeführt, wie es lange die Opposition ja schon gefordert hat. Aber Sie führen, wir haben das immer gefordert, ja doch. Aber Sie führen es eben nicht, Herr Frömmrich, hören Sie schon zu, aber Sie führen es eben nicht für alle Landesbeschäftigten ein und schaffen neue Ungerechtigkeiten und Zweiklassenbeschäftigte. Warum erhalten die Beschäftigten in den Studentenwerken z.B. kein Landesticket, nur weil sie bei einer Landesanstalt des öffentlichen Rechts arbeiten? Sie werden seit vielen Jahren nach dem gleichen Tarifvertrag bezahlt wie die Beschäftigten des Landesdienstes. Von daher ist es auch gerechtfertigt, diese Beschäftigten und die anderer Landesanstalten des öffentlichen Rechts auch in diesen Bereich mit einzubeziehen und mit zu berücksichtigen. Herr Minister, erklären Sie das diesen Beschäftigten mal bitte, warum sich nun Ihre Situation tatsächlich auch noch verschlechtert. Wir haben deshalb den vorliegenden Dringlichen Antrag eingebracht und fordern die Landesregierung darin auf, zügig zu handeln. Wir werden morgen sehen bei der Abstimmung, ob Sie dem auch zustimmen oder folgen wollen. Schauen wir einmal genauer hin in den Haushalt des Einzelplans 3, wo der Innenminister und Schwarz-Grün mit beiden Händen das Geld zum Fenster rausschaufeln. Es ist wie immer beim Geheimdienst, Herr Bauer. Da ändert sich nichts, auch nicht seit Regierungsantritt der GRÜNEN übrigens. Im Gegenteil. Seit 2016, und das ist noch nicht sehr lange her, ist das Budget und das Personal um fast 30 % gestiegen. Von 20 auf fast 30 Millionen € erhöhte sich der Etat. Seit 2017 wurden 70 neue Stellen geschaffen und 31 gehoben. 2018 und 2019 sollen 32 neue Stellen geschaffen werden und 36 gehoben werden. Das ist aber noch nicht alles. Denn durch Nachfrage in der kursorischen Lesung konnte ich noch weiteres herausarbeiten, und zwar, dass in 2018 und in 2019 je 10 Stellen von der Polizeiakademie zum Verfassungsschutz zusätzlich
auch noch zugeordnet werden. Und hier stelle ich seit Jahren dieselbe Frage, meine Damen und Herren. Welche andere Behörde in Deutschland kann sich Jahr für Jahr über 10 bis 15% mehr Personal und mehr Budget freuen? Ich will Ihnen das beantworten. Es gibt nur eine bundesweit, nur der Hessische Geheimdienst. Sonst kenne ich keine Behörde, der eine solche rasante Entwicklung macht. Und welche Behörde soll jetzt auch noch umfassend neue Kompetenzen erhalten, losgelöst von parlamentarischer und juristischer Kontrolle? Weitergehend als in jedem anderen Bundesland. Antwort: der Hessische Geheimdienst. Die Lehre aus dem NSU-Komplex war doch eben nicht, dass man den Verfassungsschutz größer und mächtiger macht als je zuvor, meine Damen und Herren. Die Konsequenz war, dass man ihn kontrollieren und vom Kopf auf die Beine stellen muss, liebe Grüne. Aber das seht ihr seit 2014 auch nicht mehr so wie vorher. Wir wollen diesen schwarz-grünen Überwachungsstaat nicht. Wir wollen keine Staatstrojaner, keinen Zugriff auf sämtliche Kommunikation, die Überwachung von Minderjährigen, eine Zusammenarbeit mit staatlich subventionierten Schwerverbrechern namens V-Leuten, und das alles ohne Möglichkeit der juristischen und parlamentarisch wirksamen Kontrolle. Das wollen wir nicht. Wir wollen den Geheimdienst in diesem Haushalt zurückbauen. Ja, auf das Niveau von 2006 und langfristig auflösen. Ja, da stehen wir dazu. Die frei werdenden Mittel sind in Präventionsprogrammen gegen Gewalt und Menschenfeindlichkeit viel besser aufgehoben. Denn diese Programme brauchen wir dringend. Hass, Gewalt, Demokratiefeindlichkeit und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit nehmen insbesondere durch Rechtspopulismus, Rassismus und Islamismus drastisch zu. Rechte Straf- und Gewalttaten sind massiv angestiegen, und die Präventionsarbeit gegen Islamismus und auch den die aus den Kriegsgebieten Syrien und Irak zurückkommenden stellen in der Tat eine wirklich große Kollege Aufgabe Schaus, dar. Kollege Schaus, die angemeldete Redezeit ist zu Ende. Danke schön. Ich mache noch ein bisschen weiter, Frau Präsidentin. Es ist Sie sind ja selbst PGF, Sie können genau, das ja kontrollieren. Genau. Ich habe den Knautsch mit eingeplant in der Zeit. Es ist richtig und wichtig, dass die Landesregierung endlich eigene Landesmittel für Programme gegen Radikalisierung, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und das Präventionsnetzwerk gegen Salafismus zur Verfügung stellt und sogar schnell aufgestockt hat. Das war ein Lob, Herr Bauer. Dennoch reichen die Mittel weiterhin nicht aus. Wir wollen die Mittel umleiten für die Prävention von jetzt insgesamt 4 auf dann 6 Millionen aufstocken. Aber was macht diese Landesregierung? Sie ändert die Zuwendungsbescheide für diese vielen Projekte, sie ändern das Verfassungsschutzgesetz und verlangen, dass die Projekte, die Mitarbeiter und Hunderten Ehrenamtlichen vom Geheimdienst durchleuchtet werden, sonst verlieren sie sämtliche Förderansprüche. Wie kommen Sie denn darauf? Und die Frage geht vor allem an die GRÜNEN, Herr Frömmrich, in Ihrem Fraktionsgesetz zum Verfassungsschutz hineinzuschreiben, dass beispielsweise die Anne-Frank-Stiftung oder die Diözese Mainz oder hunderte weitere Demokratieprojekte und alle ihre Mitarbeiter und Beratungsgremien sich vom Geheimdienst überprüfen lassen sollen. So steht es im Gesetz, in § 21. Wie kommt das denn in Ihr Gesetz rein? Ist das die grüne Handschrift, die das Gesetz laut Ihrer Aussage trägt, Herr Frömmrich? Wir fordern auf, diesen Irrsinn tatsächlich zu stoppen. Und Sie haben ja auch mittlerweile eingesehen, dass Sie die bestehenden Projekte nicht überprüfen müssen, weil das so viele Proteste ausgelöst hat. Sonst hätten Sie da nämlich nichts gemacht. Nichts. Sie haben es ja reingeschrieben, das Gesetz. Und Sie haben in voreilendem Gehorsam ja auch die entsprechenden Förderungsbescheide für das letzte Jahr, obwohl das Gesetz noch nicht beschlossen ist, ja schon so formuliert. Mit dem neuen geplanten Abschiebegefängnis, meine Damen und Herren, in Darmstadt machen Sie auch nichts anderes als populistischen Wahlkampf nach rechts. Früher waren die GRÜNEN einmal gegen Abschiebegefängnisse, Herr Frömmrich. Na, sind Sie vielleicht nicht, aber Sie wissen schon noch, wie die GRÜNEN früher so getickt haben, oder?
Hessen hat bisher auf Kapazitäten im rheinland-pfälzischen Ingelheim zurückgegriffen. Da wurden, Frau Wagenknecht fordert keine Abschiebegefängnisse in Darmstadt, Herr Frömmrich. Das ist mir nicht bekannt. Hessen hat bisher auf Kapazitäten im rheinland-pfälzischen Ingelheim zurückgegriffen. Da wurden 7 Plätze benötigt. Weitere Kapazitäten wären sogar auch noch da. Aber im Wahljahr muss natürlich die Landesregierung Härte und Entschlossenheit zeigen. 7 Plätze wurden gebraucht, aber Hessen baut jetzt 50. Laut Auskunft des Innenministers in Phase 2 auch für abzuschiebende Familien und Minderjährige. Das muss man sich auch noch einmal auf der Zunge zergehen lassen. Wir sagen, Ihre Abschiebepraxis ist zutiefst unmenschlich. Zutiefst unmenschlich. Menschenrechte sind nicht teilbar. Menschenrechte sind nicht teilbar, Frau Dorn. Menschen in Kriegsgebiete zurückzuschicken, kann man nicht verantworten, es sei denn, man will AfD-Politik machen. Und das werfe ich Ihnen vor. Sie wollen AfD-Politik machen, und Sie machen sie als GRÜNE mit an dieser Stelle im voreilenden Gehorsam, hier eine entsprechende Kriminalisierung vorzunehmen. So. Wir wollen diese Abschiebegefängnisse nicht, und deshalb können wir diese 15 Millionen € auch locker einsparen. Und das ist auch unser Vorschlag. Ein letzter wichtiger Bereich sei kurz erwähnt. Weil Sie ja allen Ernstes ausgerechnet Roland Koch die höchste Auszeichnung des Landes verliehen haben. Roland Koch hat eine asoziale Politik betrieben, die nicht nur Frauenhäuser und Sozialberatung zum Opfer gefallen sind, sondern er hat auf Biegen und Brechen öffentliches Eigentum privatisiert. Das Ergebnis: krachend gescheiterte PPP-Projekte, Kostenexplosion, Demokratieabbau und miese Arbeitsbedingungen der Beschäftigten. Und miese Arbeit. Kolleginnen und Kollegen, das war jetzt ein treffendes Stichwort. Ich bitte um etwas mehr Ruhe. Roland Koch hat deshalb die Wilhelm-Leuschner-Medaille nicht verdient. Aber Hessen hat ein Ende seiner Privatisierungspolitik sehr wohl verdient, meine Damen und Herren. Wir beantragen schon seit Jahren, die Förderung dieser PPP-Projekte einzustellen und die sogenannte PPP-Kompetenzstelle zu einer Kompetenzstelle. Wer ist hier Schreihals, Herr Bellino? Wer ist hier Schreihals? Wir beantragen schon seit Jahren die Förderung dieser PPP. PPP-Projekte einzustellen und die sogenannte PPP-Kompetenzstelle in eine Kompetenzstelle für Rekommunalisierung umzuwandeln. Das ist unsere Position. Meine Damen und Herren, die Anträge der LINKEN orientieren sich auch beim Einzelplan 3 an einem guten öffentlichen Dienst in Hessen. Wir wollen Bürgerrechte und den Kampf. Ja, natürlich sind wir für die Vermögenssteuer. Sie waren da auch mal für, oder? Das ist schon lange her. Wir wollen Bürgerrechte und den Kampf gegen menschenfeindliche Ideologien stärken, aber nicht den Geheimdienst. Beides ist auch nicht dasselbe. Wir wollen Menschenrechte für alle achten und nicht immer weitere Privatisierung von öffentlichem Eigentum. All das ist im Sinne der Demokratie und der Menschen in unserem Lande. Und das machen wir mit unseren zahlreichen Änderungsanträgen erneut deutlich. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Frömmrich für BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Kolleginnen und Kollegen, der Redner hat jetzt das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es ist schon einigermaßen erstaunlich, was hier heute Morgen zum Einzelplan 3 hier abgeliefert worden ist. In Richtung von Herrn Kollegen Schaus muss man doch wirklich sagen, dass wir von Ihnen in dieser Frage keine Belehrungen in diesem Hause brauchen, Herr Kollege Schaus. Wir brauchen die nicht. Und wenn Sie die Frage von Integration
und Flucht und Asyl ansprechen, dann würde ich Ihnen empfehlen, sich einmal mit Frau Wagenknecht und mit Herrn Lafontaine zu unterhalten. Wer in einer unerträglichen Art und Weise gegen Geflüchtete hetzt, wie Frau Wagenknecht es getan hat, oder wie Herr Lafontaine über Fremdarbeiter redet, der braucht sich hier im Hessischen Landtag nicht hinzustellen und braucht versuchen, uns Nachhilfeunterricht in dieser Frage zu geben, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es gibt kein anderes Land, es gibt kein anderes Bundesland, was so viel Geld für Integration und den sozialen Zusammenhalt in unserem Land ausgegeben hat in einer schweren Zeit. Dieses Land hat bewiesen, dass sie humanitäre Verantwortung wahrnimmt. Da brauchen wir von Ihnen, Herr Kollege Schaus, aber auch überhaupt keinen Nachhilfeunterricht, Herr Kollege Schaus. Und bei Frau Kollegin Faeser habe ich mich schon sehr gewundert. Ich habe mich gefragt, über welches Land reden Sie eigentlich? Über welches Land reden Sie eigentlich, wenn Sie ein Bild von der inneren Sicherheit malen, wie Sie das hier getan haben, Frau Kollegin Faeser? Mit einer Aufklärungsquote von 62,7 %, mit wirklich sehr guten Werten, was die Fragen der Kriminalitätsbelastung in Hessen angeht. Hessen liegt hinter Baden-Württemberg auf Platz 2 der sichersten Bundesländer in der Bundesrepublik Deutschland. Ich weiß nicht, Frau Kollegin Faeser, wo Sie das hernehmen, was Sie hier gerade vorgetragen haben zum Bereich der inneren Sicherheit. Vollkommen aus der Luft gegriffen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir sind eines der sichersten Bundesländer. Das ist doch eine gute Nachricht, Frau Kollegin Faeser. Schauen Sie sich die polizeilichen Kriminalitätsstatistik an. Schauen Sie sich die Bundesländer an, in denen Sie die Innenminister stellen. Und sich dann hier hinzustellen und eine solche Rede zu halten und nicht die Empathie zu entwickeln und zu sagen, wir leben doch in einem Land, was sicher ist, das muss doch uns im Hessischen Landtag alle freuen, dass die Menschen in unserem Land in einem sicheren Land leben. Und hier ein Bild zu malen, als wären wir sonst wo, das ist doch geradezu daneben, Frau Kollegin Faeser, geradezu daneben. Unser Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen, unser Dank gilt natürlich den vielen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten, die auch im letzten Jahr hervorragende Arbeit gemacht haben. Diese Arbeit, diese Aufklärungsquoten, diese Frage von Kriminalitätsbelastung ist natürlich das Verdienst der hessischen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten. Diese guten Zahlen sind nur möglich, weil hessische Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte gut ausgebildet sind, weil sie gut ausgestattet sind und weil sie im Ländervergleich zur Spitzengruppe derer gehört, was die Ausstattung angeht. Das ist immer ein Thema gewesen des Haushaltsgesetzgebers, der hier den Haushalt auch dafür bereitgestellt hat. Hessen zählt zu einem der bestausgestatteten Länder, was die Frage der Polizei angeht. Und Ihre Rede, die Sie hier vorne gehalten haben, Frau Kollegin Faeser, geht in dieser Sache voll daneben. Und wir legen in diesem Jahr noch einmal drauf. 9,3 Millionen in 2018, 9,6 Millionen in 2019, was die Frage der Schutzkleidung für die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten angeht. Der Fuhrpark in Hessen wird ständig verbessert. Die technische Ausstattung wird verbessert. Die Dienststellen, die Reviere, die Präsidien werden renoviert, werden modernisiert. Auch dafür stellen wir erhebliche Finanzmittel zur Verfügung. Das sollten doch auch Sie hier im Hessischen Landtag mal würdigen, Frau Kollegin Faeser. Nein, Sie malen ein Bild, als würden wir wo sonst wo leben, Frau Kollegin. An den beiden Beispielen sieht man, dass die Gewährleistung der Sicherheit, der Schutz vor Straftaten und die Garantie der Grundrechte in unserem Land hohe Priorität besitzen. Und auch zum Bereich des Personals haben Sie hier eine Rede gehalten, die vollkommen an dem vorbeigeht, was in den letzten Jahren hier im Lande Hessen beschlossen worden ist. Wir haben im letzten Jahr mit 1.155 Anwärterinnen und Anwärtern den stärksten Jahrgang bei der Polizei Fachhochschule gehabt, den es in Hessen je gegeben hat. Bis 2020 werden wir in Hessen 1.000 zusätzliche Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte in Dienst stellen. Wir werden mit dem Haushalt 2018 und dem Haushalt 2019 noch einmal jeweils 240 Stellen obendrauf legen, also 480 Stellen noch einmal obendrauf, was die Anwärter angeht. Wir werden im Bereich des Fachpersonals, derer, die Backoffice-Arbeiten machen, die im Service arbeiten, also im Bereich des Tarifs,
werden wir jeweils in den Jahren 2018 und 2019 60 zusätzliche Stellen schaffen, 120 zusätzliche Stellen. Auch das ist ein Punkt, über den wir uns doch freuen können. Der Stellenzuwachs verbessert die Situation bei der hessischen Polizei noch einmal sehr deutlich. Und Frau Kollegin Faeser, das sagt ja selbst Andreas Grün, der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, mit dem Sie sich doch sonst immer so gerne ablichten lassen. Ich will einmal zitieren, was Herr Grün in 2016 sagte. Zitat: GdP, also Gewerkschaftsforderungen, GdP-Forderungen nach 1.000 zusätzlichen Stellen erfüllt. Frau Kollegin Faeser, das, was Sie hier vorne vorgetragen haben im Bereich des Personals bei der hessischen Polizei, ist voll daneben und entspricht nicht der Wirklichkeit. Auch im Bereich der Hebungen, was Sie angesprochen haben. Wir haben 424 neue Hebungen, das heißt Karrierechancen bei der Polizei vorgesehen, in den vergangenen Jahren schon zweimal, glaube ich, jeweils 500 Stellen für Hebungen vorgesehen. 1,1 Millionen € zusätzlich für polizeiliche Präventionsarbeit, also da, wo wir im Vorfeld von Kriminalität tätig sind, also im Bereich Wohnungseinbruchsdiebstahl und anderes. 4,7 Millionen € Landesmittel für Extremismusprävention. Und da kommen noch einmal 1 Million € Bundesmittel obendrauf. 250.000 € legen wir als Fraktion mit einem Fraktionsantrag noch einmal drauf, weil wir glauben, dass wir niederschwellige Angebote in diesem Bereich auch im Internet brauchen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich finde rundum eine gute Mischung von Prävention, Intervention und Gewährleistung der inneren Sicherheit. Sie sehen also, wir haben ein Konzept. Wir haben einen Plan für Hessen, Frau Kollegin Faeser. Die Opposition kündigt seit 2012 einen Plan an. Sie sehen an dieser Landesregierung, wir haben ein Konzept, wir haben einen Plan. Das, was Sie machen, allen alles versprechen, ist kein Konzept, ist kein Plan, Frau Kollegin Faeser. Cybercrime, großes Thema. Haben Sie keinen Satz darüber verloren? Wir stellen dafür, für dieses Zukunftsthema stellen wir im Jahr 2018 4,35 Millionen € und in 2019 5,5 Millionen € zur Verfügung. Der Bereich des Katastrophenschutzes, Brandschutzes, wichtige Sache, gerade auch, weil wir damit das Ehrenamt ganz besonders fördern. Wir haben immer eine Garantiesumme in den letzten Jahren gehabt zur Förderung dieses Bereichs von 30 Millionen €. Wir erhöhen jetzt die Garantiesumme auf 35 Millionen € und 2019 auf 40 Millionen €. Also, wir legen obendrauf noch einmal 20%. Das muss doch auch bei Ihnen vielleicht einmal zum Nachdenken bringen. Das ist eine Unterstützung für diejenigen, die bei uns ehrenamtlich Brand- und Katastrophenschutz machen. Ich finde, das ist eine gute Leistung. Wir jedenfalls als Regierungsfraktion freuen uns über diese Entscheidung, meine Damen und Herren. Und auch das Hessenticket, mal weggenuschelt, gar nicht drüber geredet, gibt es nur in Hessen. Gibt es nur in Hessen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für die Beamtinnen und Beamten und für die Auszubildenden in Hessen. 90.000 Beamtinnen und Beamte, 45.000 Angestellte, 10.000 Auszubildende in Hessen können ab 01.01.2018 den öffentlichen Personennahverkehr in Hessen umsonst benutzen. Das sind 53 Millionen €, die wir da zur Verfügung stellen. Der Ministerpräsident hat das gestern ja auch in seiner Erwiderung auf Thorsten Schäfer-Gümbel gesagt. Das sind für eine Fahrkarte von Wiesbaden nach Frankfurt für jemanden, der pendelt, im Jahr 1.800 € Vorteil, die er hat, gerade für die Menschen, die wir nämlich auch haben im öffentlichen Dienst, in den unteren Lohngruppen. 1.800 €, das ist richtig viel Geld. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass wir diese Leistung den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zur Verfügung stellen. Die Opposition nörgelt. Wir freuen uns darüber, liebe Kolleginnen und Kollegen. Kollege Frömmrich, die vereinbarte Redezeit ist abgelaufen. Ich komme sofort zum Schluss, Frau Präsidentin. Auch im Bereich des Sportes legen wir ein Programm auf, was die Frage des Hallenbadbaus und des Schwimmbadbaus angeht. 50 Millionen € für die nächsten 5 Jahre war eine Forderung der Kommunen. Setzen wir um. Sie sehen also, meine Damen und Herren, die Koalition gestaltet. Wir haben etwas vor.
Wir wollen dem Land eine neue Richtung geben im Bereich der Sicherheit, im Bereich der Prävention, beim öffentlichen Personennahverkehr, im Bereich des Klimaschutzes. Wir fördern den Sport und die Feuerwehren. Wir tun etwas für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Wir haben das Ziel, für die Menschen in unserem Land etwas zum Besseren zu verändern, und wir tun das in Verantwortung vor zukünftigen Generationen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir haben alle Maßnahmen solide finanziert, ohne neue Schulden. Seit 50 Jahren, seit einem halben Jahrhundert, legen wir zum ersten Mal einen Haushalt im Lande Hessen vor, der ohne neue Schulden auskommt, sondern der sogar Altschulden zurückzahlt. Auch dazu haben Sie kein Wort in diesem Hause verloren, Frau Kollegin. Wir haben ein Konzept. Wir haben einen Plan, allen und jedem alles zu versprechen, liebe Kolleginnen und Kollegen der SPD, ist eben kein Plan und schon lange kein Konzept. Wir haben einen Plan. Sie suchen immer noch den Hessenplan seit 2012. Außer Ankündigung haben Sie leider bisher noch nichts zustande gebracht in diesem Bereich. Vollkommene Fehlanzeige. Ich glaube, wir sind in Hessen mit dieser Landesregierung auf einem guten Weg. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Ich begrüße auf der Besuchertribüne den Kirchenpräsidenten der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, Herrn Dr. Volker Jung, sowie seinen persönlichen Referenten, Pfarrer Joachim Schaus. Sie haben heute für uns die Andacht im Landtag gehalten. Dafür herzlichen Dank. Kolleginnen und Kollegen, als Nächster spricht Kollege Greilich für die FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es ist auch jetzt bei dieser Haushaltsplanberatung wieder so wie so oft bei dieser Koalition. Die im Haushaltsplan verankerten Maßnahmen stellen schon einen Schritt in die richtige Richtung dar. Aber sie sind nicht ausreichend, um den aktuellen Herausforderungen wirklich gerecht zu werden. Eigentlich sind sich alle demokratischen Parteien darüber einig, dass wir angesichts der derzeitigen Situation in Deutschland rund 15.000 zusätzliche Polizisten brauchen. Man kann das relativ einfach herunterbrechen. Im Lande Hessen bedeutet das, wir brauchen einen Zuwachs an Polizistenstellen, an besetzten Polizeistellen von ca. 1.500. In Hessen, der im Haushaltsplan vorgesehene Aufwuchs, ist ein erster Schritt in diese Richtung. Der Aufwuchs an Anwärterstellen reicht aber nicht aus. Deswegen haben wir als Freie Demokraten beantragt, 200 zusätzliche Polizeianwärterstellen zu schaffen, um eine starke Präsenz der hessischen Polizei eben nicht nur bei Großveranstaltungen, das ist wichtig, das ist ein Dauerthema, das uns beschäftigt, vor allem aber auch in der Präsenz im Alltag zu zeigen. Denn das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger wird eben nicht alleine durch die abstrakte Bedrohung, durch den Terror, sondern insbesondere durch die Alltagskriminalität beeinträchtigt. Deswegen müssen wir da entsprechend deutliche Zeichen setzen. Damit bin ich an einer Stelle, die wir hier auch in anderem Zusammenhang schon diskutiert haben. Das ist die Frage des Bewerbermangels, den wir absehbar haben, wo es jetzt schon Diskussionen gab, ob denn immer die Qualitätsanforderungen eingehalten werden. Ich hoffe, dass wir die Irritationen, die es dort gegeben hat, im Wesentlichen ausräumen könnten. Aber es bleibt dabei. Wir wollen keine Situation wie in Berlin. Ich brauche nur auf die Presseberichte zu verweisen. Da müssen wir aufpassen, da müssen wir überlegen, wie wir auch strukturell vernünftig entgegenwirken können, um entsprechend qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen. Das hat natürlich auch etwas damit zu tun, mit welchen Aufgaben belaste ich Polizisten. Es war ein völlig, hätte fast gesagt, ein völlig falscher Ansatz, als diese Koalition die Idee hatte, wir sparen etwas ein, indem wir gerade im Bereich der Verwaltung bei der Polizei Stellen abbauen. Das ist dann ja gestoppt worden, nachdem es die entsprechende Kritik auch hier im Hause gab. Das ist richtig. Wir brauchen Polizei, die sich um Polizeiaufgaben kümmert und die entsprechend in der Verwaltung entlastet wird. Und wenn wir mehr Polizei im Einsatz haben wollen, dann müssen wir auch überlegen, wie wir das angesichts des Fachkräftemangels
vernünftig auf die Reihe bringen. Ich sage deshalb sehr deutlich an dieser Stelle, wir müssen mal darüber nachdenken, nicht nur darüber nachdenken, sondern es dann auch umsetzen, wie wir ein neues Berufsbild schaffen. Ich nenne es als Arbeitstitel mal den Polizeiverwaltungsassistenten, der genau in dem Bereich tätig werden kann, um Vollzugspolizeibeamte bei Dingen zu entlasten, die sie von ihrer eigentlichen Vollzugstätigkeit abhalten und die entsprechend ausgebildet sein müssen, um im polizeilichen Bereich diese speziellen Verwaltungsmaßnahmen durchführen zu können. Und ich sage, das hat auch noch einen weiteren Aspekt. Das kann nämlich der Einstieg sein, über eine solche Polizeiverwaltungsassistentenausbildung heranzukommen, dass wir es schaffen, dass wir es wieder schaffen, auch gut qualifizierte Realschulabsolventen zu gewinnen und denen den Aufstieg in die Anwärterausbildung zu ermöglichen. Das wäre ein Beitrag zur Bekämpfung des Fachkräftemangels in diesem Bereich. Meine Damen und Herren, das ist der eine Schwerpunkt unserer Anträge. Der zweite ist, dass wir fordern ein gesondertes Programm zur Bekämpfung des Linksextremismus in unserem Land. Im Rahmen des Landesprogramms Hessen aktiv für Demokratie und gegen Extremismus stellt die Hessische Landesregierung 2017 rund 4 Millionen € zur Verfügung. Für den Doppelhaushalt 2018-19 sind pro Jahr rund 4,7 Millionen € vorgesehen. Und das begrüßen wir ausdrücklich, die Bereitstellung dieser Gelder zur Bekämpfung des Extremismus. Was aber fehlt, was nach wie vor fehlt in Hessen, sind gezielte, spezifisch auf die Gruppe linksautonomer Gewalttäter gerichtete Präventions- und Radikalisierungsprogramme. Dass wir dort ein Problem haben, ist offenkundig. Ist offenkundig gewesen bei den Blockupy-Demonstrationen, bei allen möglichen anderen Vorfällen. Ich wundere mich schon, dass ausgerechnet die von dem heute nicht anwesenden Bestimmer geführte Koalition in Hessen offensichtlich auf dem linken Auge blind ist, wenn es um die Bekämpfung des Extremismus geht. Und Herr Kollege Boddenberg, Sie waren leider nicht anwesend, aber Sie hätten dazu einiges hören können, wenn Sie 2016 hier anwesend gewesen wären bei der umfangreichen Anhörung, die wir durchgeführt haben, zum Linksextremismus in Hessen und bei der der weit überwiegende Teil der Experten ausgeführt hat, dass sowohl das Personenpotenzial als auch die Gewaltbereitschaft in der linksextremen Szene ganz besonders ausgeprägt und erheblich ist. Deshalb halten wir strukturelle Präventions- und Radikalisierungsarbeit genau in dem Bereich für dringend geboten. Und wir haben ganz bewusst nicht die Mittel für die Bereiche Rechtsextremismus und Islamismus, Salafismus gekürzt, sondern wir fordern zusätzliche Mittel, die Bekämpfung des Linksextremismus zu betreiben, ohne etwa in anderen Bereichen Lücken entstehen zu lassen. Ich will jetzt hier an dieser Stelle nicht noch viel zu dem Thema Verfassungsschutzgesetz ausführen. Das werden wir noch ausführlich zu diskutieren haben. Da hat diese Koalition gezeigt, dass sie weitgehend handlungsfähig, unfähig in diesem Bereich ist. Weder kam das Verfassungsschutzgesetz rechtzeitig auf den Tisch, noch enthält es die rechten Schwerpunktsetzungen. Sie haben im Bereich der Kompetenzen teilweise überzogen. Auch das werden wir im Einzelnen noch zu diskutieren haben. Was dafür ausgeblieben ist, ist eine ausreichende Stärkung der parlamentarischen Kontrolle des Verfassungsschutzes. Sie setzen auch in dem Bereich schlicht die falschen Schwerpunkte. Lassen Sie mich abschließend noch etwas sagen zu der Frage der Finanzierung. Denn man kann nicht über Geld ausgeben reden, ohne darüber zu reden, wo soll das Geld denn herkommen. Bei aller Freude über die ersten richtigen Schritte, die diese Koalition zur Stärkung der Sicherheitsbehörden geht, bleibt die Sorge über die Finanzierung der Wohltaten, die sie ansonsten über das Land ausschütten, oder der vermeintlichen Wohltaten. Diese Koalition von Schwarz-Grün profitiert alleine von sprudelnden Steuermehreinnahmen, nicht etwa von Haushaltsreformen, sondern ausschließlich von sprudelnden Steuermehreinnahmen, also den Leistungen, die die Bürger dieses Landes erbringen. Und Sie lassen jeden Vorschlag vermissen, Herr Kollege Bellino. Sie lassen jeden Vorschlag vermissen, wie die massiv steigenden Personalausgaben auch in schlechten Zeiten gesichert werden sollen. Der Finanzminister, der heute auch nicht da ist, hat das mal sehr genau kürzlich in einem Interview gesagt. Haushalte werden in guten Zeiten ruiniert, und das tun Sie gerade mit Vollgas. Meine Damen und Herren,
Wir stehen zur Kostenverantwortung. Deswegen haben wir auch im Innenbereich deutlich gezeigt, wo Einsparmöglichkeiten bestehen. Gerade Herr Kollege Frömmrich sollte dort sehr genau zuhören, wenn er sich hier hinstellt und das Jobticket in allen höchsten Tönen lobt. Das hessenweite Jobticket, für das Sie sich so loben, es ist ungerecht, da es nicht sämtlichen Pendlerinnen und Pendlern, sondern ausschließlich Landesbediensteten zugutekommt. Und es führt unter anderem zu der kaum ja, wenn Sie fertig sind mit dem Dialog, können wir hier weitermachen. Dies führt zu der kaum vermittelbaren Situation, dass im Bus etwa Lehrer und Schüler zusammen zur Schule fahren. Der Lehrer fährt gratis, er hat ja das Jobticket von Herrn Frömmrich. Der Schüler dagegen muss zahlen. Das führt dann dazu, meine Damen und Herren, das führt dann dazu, Herr Kollege Boddenberg, gucken Sie auf Ihren Tisch, dann finden Sie die wunderbaren Anträge der LINKEN zu dem Thema. Das sind die Geister, die Sie riefen mit Ihrem Ansatz, und das ist das Problem. Statt das Geld für dieses Jobticket zu verjubeln, sollten wir das gleiche Geld in die technische Infrastruktur stecken. Davon hätten alle was, davon würden sämtliche Pendlerinnen und Pendler unabhängig von ihrem Arbeitgeber profitieren, und es würden nicht nur die Ballungsgebiete gegenüber dem ländlichen Raum bevorzugt. Denn im ländlichen Raum gibt es einfach die ÖPNV-Verbindungen gar nicht. Die Voraussetzung dafür wären, dass das Jobticket ein sinnvoller Punkt sein müsste. Vielleicht hat der eine oder andere grüne Befürworter solcher Erziehungsideen das Problem, dass er schon lange nicht mehr das Leben in vollen Zügen genossen hat, weil er selten den ÖPNV benutzt. Aber ich sage es einmal ganz deutlich. Ich habe einmal die Kollegin Knell gefragt, wie ist das denn eigentlich bei euch im Schwalm-Eder-Kreis? Da sollen ja noch ein paar Leute zu Hause sein. Wie ist denn das, wenn man aus Nausis z.B. mal nach Homberg will? Das ist eine Entfernung, die man mit dem Auto in 25 Minuten zurücklegt. Herr Kollege Boddenberg, fahren Sie mal hin, probieren Sie es einmal aus. Fahren Sie von Nausis nach Homberg. Dann werden Sie etwa gut 3 Stunden unterwegs sein, wenn Sie den öffentlichen Personennahverkehr benutzen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Dieses grüne Hobby ist für manche Menschen, Herr Frömmrich, Kollege hat sich dafür Freilich, gelohnt. Die angemeldete Redezeit ist zu Ende. Danke für den Hinweis. Dieses, was für manche einen Vorteil von mehreren Tausend Euro im Jahr bringt, bringt für andere überhaupt nichts. Und das ist schlicht ungerecht. Das ist grüne Erziehungsideologie, statt das Geld in Innovation zu stecken, die allen zugutekommt. Meine Damen und Herren, weil das so ist, kann ich Sie nur bitten, stimmen Sie unseren Änderungsantrag zu. Das ist besser für die Menschen in Hessen. Vielen Dank. Als Nächster spricht Staatsminister Beuth. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wenn der Oppositionsführer in der gestrigen Generaldebatte das Thema innere Sicherheit durch Nichtansprache als ein nicht sozusagen erkennbares politisches Kampffeld betrachtet, dann ist das sozusagen für mich, sage ich mit ein bisschen Freude, ist das für mich ein sicheres Zeichen dafür, dass sich die Opposition an dieser Stelle jedenfalls mal keine politischen Geländegewinne verspricht. Und das ist ein schöner Erfolg, den diese Koalition in diesem Hessischen Landtag erreicht hat, meine Damen und Herren. Und ich will sagen, das passt dazu, dass der Oppositionsführer es gestern nicht angesprochen hat, zu der Detailnörgelei, die wir gerade eben hier in dieser Debatte gehört haben. Es war doch an keiner zentralen Stelle ein Angriffspunkt sozusagen hier vorgetragen worden. Es geht immer nur um ein bisschen mehr, um ein bisschen hiervon, ein bisschen davon. Aber dass die Linie hier stimmt, das finde ich, ist alleine schon durch diese Debatte zu dem Einzelplan gerade eben deutlich geworden, meine Damen und Herren. Und das kann man ja auch nachvollziehen. Wissen Sie, als Frau Kollegin Faeser eben vorgetragen hat, 18 Jahre, ich habe gerade noch einmal gedacht, ja, das ist schon ganz schön lange, das stimmt. Vor 18 Jahren war das anders, oder in den 90er Jahren war das in der Tat anders.
Ich komme gleich zum Thema innere Sicherheit, Frau Kollegin Faeser. Ich erinnere mich nur, am vergangenen Samstag war ich beim 60. Geburtstag unseres Feuerwehrpräsidenten. Und in der Vorbereitung darauf habe ich mich daran erinnert, ja, stimmt, es war 1996, als der Schlossplatz da draußen mit Tausenden von Feuerwehrleuten vollgestanden hat, die gegen die Landesregierung demonstriert haben, weil sie ihnen die Mittel genommen haben in den Feuerwehrhaushalt durch den Katastrophenschutz, meine Damen und Herren. Das ist die Situation gewesen, die Sie hinterlassen haben in der Feuerwehr, in anderen Teilen. Und das gibt es nicht mehr. In der Tat, das ist so, meine Damen und Herren. Der Brand- und Katastrophenschutz in diesem Lande ist wunderbar. Der Brand- und Katastrophenschutz in diesem Lande ist wunderbar geregelt. Allein in den letzten 10 Jahren über 100 Millionen. Das wird von niemandem der freiwilligen Kameradinnen und Kameraden und der Berufsfeuerwehren in diesem Lande mehr kritisiert. Wir haben ein wunderbares Einvernehmen. Meine Damen und Herren, es ist selbstverständlich, dass wir für den Sport in diesem Lande hinreichende Mittel zur Verfügung haben. Das gilt für den Landessportbund zum einen, damit er seine Aufgaben autonom erfüllen kann. Und es gilt für die Vereine, die Verbände in unserem Lande. Die werden mit hinreichenden Mitteln ausgestattet, damit sie die gesellschaftliche Kraft des Sports sozusagen nutzen können und für unser Land und für unsere Gesellschaft arbeiten können. Meine Damen und Herren, es gab keinen, das wäre hier die Gelegenheit gewesen, keinen Ansatz, dass uns jemand kritisiert hätte für unsere Digitalisierungsstrategie. Das gilt zum einen natürlich für die Frage, wie arbeiten wir beim Thema Cybersicherheit, wie arbeiten wir beim Thema IT-Sicherheit. Und da, Frau Kollegin Faeser, Sie unterhalten sich gerade mit Herrn Rudolph, und da, Frau Kollegin Faeser, da gehen die Stellen hin, von denen Sie im Innenministerium gesprochen haben. Sollen wir etwa die IT-Sicherheit und die Cybersicherheit weglassen? Sollen wir die Bürgerinnen und Bürger mit dem Problem alleine lassen? Ich finde, unsere Aufgabe ist es, diese 40 Stellen am Ende im hessischen Innenministerium bei Hessen 3C auch einzusetzen, um die IT-Sicherheit für die Bürgerinnen und Bürger in diesem Lande auch zu gewährleisten. Das ist unsere Verantwortung und unsere Aufgabe. Das Thema Abschiebehaftanstalt werden wir ja morgen noch einmal miteinander diskutieren. Nur um einen weiteren Punkt zu nennen, den wir sozusagen hier in Erfüllung unserer Aufgaben für die Bürgerinnen und Bürger und für die Sicherheit zu leisten haben. Nehmen wir einmal, ich hätte mich gefreut, wenn wir zum Thema Kommunales mal ein bisschen miteinander diskutiert hätten, aber da haben Sie natürlich auch keinen Angriffspunkt gesehen, meine Damen und Herren. Interkommunale Zusammenarbeit, das ist ein Vorzeigeprojekt innerhalb Deutschlands, meine Damen und Herren. Wir werden nächste Woche 4 Kommunen im Odenwald werden sich zusammenschließen, sozusagen als Ausfluss eines besonderen Projektes. Interkommunale Zusammenarbeit ist ein Exportschlager in andere Länder. Hessenkasse ist ein Teil, sozusagen, der dafür sorgt, dass den Kommunen die finanzielle Leistungsfähigkeit sozusagen gewährt wird. Eine All-Reset-Taste, die wir dort drücken, wo wir der kommunalen Ebene die Möglichkeit zum Neuanfang bieten. Hier wäre Gelegenheit gewesen, das zu kritisieren. Kein Punkt. Ja, meine Damen und Herren, wir haben für die tüchtigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen ordentlichen und guten Abschluss, Tarifabschluss. Das haben wir auf Basis unseres hessischen Tarifvertrages auch erreicht. Und, meine Damen und Herren, wir haben es übertragen auf die Beamtinnen und Beamten. Und die Tatsache, dass Sie an dem Hessenticket im letzten Detail, Herr Kollege Greilich, bei Fahrten im Schwalm-Eder-Kreis herumkritteln, herumkritisieren, das zeigt doch nur, wie sehr Sie getroffen sind durch eine Innovation, die uns hier eingefallen ist, die wir mit den Gewerkschaften ausgemacht haben, wo wir gesagt haben, wir wollen ein moderner Arbeitgeber sein, wir wollen mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Ökonomie und Ökologie verbinden. Das ist uns gelungen. Das ist ein wunderbarer Erfolg. Und den lassen wir uns von Ihnen nicht streitig machen. Frau Kollegin Faeser, ich hätte das ja nicht aufgemacht. Aber da Sie 18 Jahre gesagt haben, ja, da komme ich natürlich beim Thema innere Sicherheit auf diese 18 Jahre zu sprechen. In der Tat, wir haben unseren tüchtigen Polizeivollzugsbeamten zu verdanken, dass sie eine herausragende Arbeit auch wieder im vergangenen Jahr gemacht haben. Wir haben im Jahr 2016 eine Aufklärungsquote in diesem Lande von fast 63% erreicht. Und jetzt gehen wir mal ganz kurz 18 Jahre zurück. Wir haben knapp 63%. Das sind
bei 62,7, um genau zu sein, 15,3 mehr Aufklärungsquote als in dem von Ihnen das letzte Mal verantworteten polizeilichen Kriminalstatistik. Da waren es 47,4. Das ist der Erfolg dieser Regierung seit am Ende auch 18 Jahren, meine Damen und Herren. Wir haben es durch die Maßnahmen, die wir gemacht haben, im letzten Jahr erreicht, dass wir es ist der Erfolg der hessischen Polizei. Und wir dürfen da auch seitens der Koalition ein bisschen stolz drauf sein. Wenn einer vor 18 Jahren gesagt hätte, ihr werdet im Jahre 2017, im Jahr 2016 in der polizeilichen Kriminalstatistik auf Platz 2 bei der Kriminalitätsbelastung aufgerückt sein, dann wäre derjenige, der das erklärt hat, verrückt erklärt worden. Es ist aber die Lebenswirklichkeit. Wir haben das geschafft, hinter Baden-Württemberg, vor Bayern, auf Platz 2 bei der Kriminalitätsbelastung. Meine Damen und Herren, ein wunderbarer Erfolg, den unsere Polizei erreicht hat mit unserer Unterstützung. Was mich allerdings ein bisschen bedrückt, ist, dass Frau Kollegin Faeser Sie bei Ihrer Detailkritik, bei der Nörgelei, die Sie hier vorgetragen haben, einen Punkt gar nicht angesprochen haben. Das Thema einen Punkt gar nicht angesprochen haben. Sie haben nämlich das Thema, Sie haben nämlich das Thema der Sicherheitslage, das, was uns als Innenpolitiker eigentlich besonders beschäftigen müsste, haben Sie gar nicht angesprochen. Sie haben von Mehrarbeit und von Krankheitstagen. Das sind alles wichtige Themen, die wir miteinander behandeln müssen. Aber dass wir, meine Damen und Herren, in den letzten 3 Jahren im Bereich der Sicherheit eine Situation hatten, in der wir wirklich darauf angewiesen waren, dass wir hier auch gemeinsam mit unseren Sicherheitskräften zusammenhalten. Wir haben eine Terrorlage in Europa, in der Welt, die uns sehr bewegt, die Kolleginnen und Kollegen bei der Polizei sehr bewegt, bei der wir im Detail an vielen, vielen Stellen gesteuert haben, damit wir im Bereich des Staatsschutzes, im Bereich des Landesamtes für Verfassungsschutz, um mit dem Nachrichtendienst dort aufzuklären, islamistische Netzwerke auszuheben. All diese Fragen beschäftigen uns im Wesentlichen, beschäftigen uns in der Koalition und ich sage Ihnen, beschäftigen die Polizei im Lande Hessen noch mehr als diese Nörgeleien, die Sie hier gerade eben vorgetragen haben. Bedrückend, dass Sie die Dramatik der Situation hier nicht einmal ein einziges Mal angesprochen haben, Frau Kollegin Faeser. Meine Damen. Und jetzt können wir zum Thema Sicherheit. Ich sehe hier auf der Uhr 70 Minuten, aber ich glaube, das ist die Gesamtredezeit der Fraktion. Aber ich könnte noch 70 Minuten über die Erfolge der hessischen Polizei reden, meine Damen und Herren, weil die haben wir nämlich zu bieten. Dazu gehören selbstverständlich, dass wir in diesem Jahr den stärksten Ausbildungsjahrgang hatten, den es jemals bei der hessischen Polizei gegeben hat. Wir werden am Ende der Haushalte, die wir zu verantworten haben im Jahre 2019, werden wir Stellen geschaffen haben, die dazu führen, dass die Polizeivollzugsstellen im Lande Hessen um 11 gesteigert worden sind. Wir werden dann gut 1500 Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte im Lande mehr haben als in dem Jahr, in dem wir im Jahr 2014 angefangen haben. Das ist ein Erfolg. Und, meine Damen und Herren, wenn Sie, Frau Kollegin Faeser, von 18 Jahren sprechen, dann sage ich, das ist eine Erfolgsgeschichte, die sich auch in diesem Haushalt 2018-19 abbildet. Vielen Dank. Vielen Dank. Damit ist die Beratung zum Einzelplan 03 beendet.